Düsseldorf. Landeshauptstadt, moderne Metropole, Einkaufsmeile der Schönen und Reichen und Kunststadt. Am Ufer des Rheins weilte vor rund 80 Jahren auch Paul Klee. 1931 bis 1933 unterrichtete der berühmte Maler an der hiesigen Kunstakademie. Nach der Machtergreifung durch die Nazis musste er im Dezember 1933 die Akademie verlassen und ging in die Schweiz. Seine Arbeit aber hat Spuren hinterlassen. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen gehört zu den bedeutenden in der Bundesrepublik. Nicht zuletzt wegen der vielen Werke von Paul Klee in ihrem Besitz. Das Team aus Dresden ist hier, um sich die Sammlung anzusehen und die Werke zu untersuchen, die mit Klees Ägyptenerfahrung in Zusammenhang stehen. Stefan Dahme und Sarah Plies treffen Annette Kruschinski, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung und Klee-Expertin. Nach einem ersten Blick auf die Bestände bespricht das Team die Bildauswahl für die Ausstellung sowie die Details und Hintergründe von Klees Ägyptenreise. Dann geht es zurück in die Ausstellung. Bei der Betrachtung seiner berühmten Werke wird schnell deutlich, wie Klee seine Bilder konstruiert, wie er seine ganz eigene und besondere Formen- und Bildsprache plant und umsetzt. Zum Teil mit orientalischen Einflüssen. Wie hier im Bild Nekropolis von 1930, das einer ägyptischen Totenstadt nachempfunden ist. Oder in Rote und weiße Kuppeln aus dem Jahr 1914 nach seiner Tunisreise. Muster und Strukturen in der Architektur sowie Hieroglyphen des alten Ägyptens beeinflussten das künstlerische Schaffen Klees sehr stark. Wie stark, das hat Annette Kruschinski untersucht. Unter anderem die sogenannte Kardinalprogression, wie Klee sie selbst nannte, dürfte darauf zurückgehen. Der Künstler teilt dabei geometrische, farbige Felder in immer kleinere Streifen. Eine freie Übersetzung der Landschaft Ägyptens? Die Kardinalprogression erinnert in gewisser Weise, gerade in so einem Beispiel, an die Landschaft Ägyptens. Und zwar an die Landwirtschaft. Man könnte sich vorstellen, dass ein Feld, wie es bestellt worden ist, eben halt aufgeteilt wurde, immer weiter aufgeteilt wurde unter den verschiedenen Anrainern, und so dass man hier möglicherweise fast einen Blick auf die Felderwirtschaft Ägyptens vor sich hat. Das Bild könnte auch ein Tor, etwa zu einem Grabmal, darstellen. Klees Werke lassen viel Interpretationsspielraum. Die Eindrücke aus Nordafrika setzt er nicht eins zu eins um, sondern überträgt sie, verändert sie und verändert dabei auch seinen Malstil. Vor allem das Licht, die Farben und die Landschaft haben ihn beeindruckt, wie er aus Ägypten immer wieder nach Hause schrieb. Ebenso die altägyptische Architektur. Die Eindrücke seiner Afrika-Reisen aber wirken auch Jahre danach noch weiter. Sie arbeiten in ihm und er mit ihnen. So wie bei einem ganz besonderen Bild, das man durchaus auch als Ausdruck seines Humors werten darf. Das Kamel ist natürlich einfach eine ganz lustige, ein lustiges Ereignis im Schaffen von Klee. Also man sieht ja, wie dieses Tier hier steht. Eingebettet in diese einzelnen Linien scheint es sich eigentlich unterzuordnen der Komposition, aber es ist ein ganz freundliches Tier. Es lacht, wie man da vorne sieht. Also es ist das Kamel in rhythmischer Baumlandschaft. So hat es Klee genannt. Allein schon der Titel ist ja eigentlich eher witzig, anders kann man es nicht sagen. Es zeigt sehr viel, dass Klee sich immer wieder mit Afrika, Nordafrika beschäftigt hat. Das ging los mit seiner Tunesienreise, die er 1914 im April unternommen hat mit seinen Freunden. Und die roten und weißen Kuppeln beispielsweise, die wir ja auch hier in der Sammlung haben, die zeigen eigentlich auch wieder eine ganz abstrakte Komposition. Und drin versteckt sind ein paar Kuppeln, die an die nordafrikanische Architektur erinnern.
Das Gemälde entstand 1920, 6 Jahre nach seiner Tunisreise. Die Faszination Orient hatte ihn da längst gepackt. In ihm reifte der Wunsch, Ägypten zu bereisen. Er las Bücher über ägyptische Kunst. Schließlich wurde von seinen Mäzenen die Klee-Gesellschaft gegründet, die ihm die Reise an den Nil finanzierte. Die Eindrücke, die er dort sammelte, fanden Eingang in sein Werk. Pyramiden, Sphinxen, Kamele, Schiffe und andere Motive tauchen als Reflexe immer wieder in seinen Bildern auf. Klee wird selbst ein Stück weit zum Orientalen. 18 Tage, vom 24. Dezember 1928 bis zum 10. Januar 1929, weilte er im Land der Pharaonen. Die Eindrücke aber, die er dort gewinnt, werden ein Teil von ihm und seinem Werk. Sie entwickeln sich weiter und faszinieren noch heute. Bald auch in den Ausstellungen in Dresden und Düsseldorf.